Wenn sie weinen oder sowas müssen, ist das vollkommen in Ordnung. Es ist wichtig, die Emotionen frei laufen zu lassen. Wallo, es muss jetzt hier keine Gewalt geben. Bitte nicht. Hey, warte mal ganz kurz. Hey, hallo. Darf ich zu dir rüberkommen? Nein. So, Alter. Heute muss ich hier meinen Führerschein machen. Und das Erste, was für den Führerschein ganz, ganz, ganz wichtig ist, meine Freunde, ist natürlich der Erste-Hilfe-Kurs. So, der Erste-Hilfe-Kurs, der läuft im Krankenhaus ab. Und da muss ich natürlich jetzt erstmal hinkommen. Ja? Gibt natürlich jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Dann rufe ich mal ganz kurz meinen Fahrer an, den guten Sven. Ja? Sven. Ja. Ja, servus, hi, moin. Hast du eventuell Zeit, mich abzuholen? Natürlich habe ich das. Ich bin auch dein Fahrer, du hast mich doch eingestellt. Ja, richtig, richtig. Ich würde nochmal ganz schnell runter in die Praxis gehen, mal kurz auf Klo, kurz groß machen und dann können wir eigentlich los. Ich muss nämlich heute zum Erste-Hilfe-Kurs. So, nochmal ganz kurz hier schön fett einen abseilen, Leute. Mal einen kleinen Schluck aus der Pissrinne hier trinken. Leggy. So, und auf geht's. Wir fahren erstmal rüber zum Würfelpark, würde ich sagen, ja. Schauen uns da ein bisschen um. Hör mal, Sven, ich habe da auch eine Geschäftsidee ganz gut, ne? Ja. Ich habe vor, dass wir vielleicht hingehen und die Praxis haben wir ja quasi, dass wir das aber so machen, dass du die Leute quasi mit einem richtig schicken Auto, ja, abholst, ne? Richtig. So, gut, dass ich ein schickes Auto habe. Ja, richtig, das hast du vielleicht sogar noch eine Nummer krasser, ne? Also ich meine, der da hat Zugriff auf eine Garage momentan, wo eine Menge Karren drinstehen und sonst gesagt, das sind schon anständige Dinger. Dann würde ich Tobi eventuell an die Annahme setzen, wenn er Zeit und Lust hat. Und du machst dann so ein bisschen die Abholung. Ja, kannst schon mal so ein bisschen vortasten bei den Leuten. Ich gebe dir einen kleinen psychologischen Crashkurs. Ja, und später möchte ich dann auch gerne irgendwann im Start die ganzen Lizenzen hier austeilen. Das ist aber dann so... Oh! Oh, wow. Der hat die... Aber eiskalt. Der fährt einfach weiter. Das ist Fahrerflucht. Da könnten wir eigentlich... Warte mal, sollen wir mal umdrehen? Ganz kurz mal Promo machen vielleicht? Für die Praxis? Schönen guten Tag. Hallo. Darf ich mich ganz kurz vorstellen? Bernd Wolter, mein Name, gelernter Diplompsychologe. Ich habe da eine ganz kurze Frage. Ist es eventuell möglich bei Ihnen, Werbespots einzukaufen? Also da eine große Kampagne zu fahren. In welchem Preissegment bewegen wir uns da? Oder vielleicht so eine coole investigative Journalismus-Story, irgendwas in die Richtung, hä? Ich würde sagen, können wir uns mal 5 Minuten bei uns im Büro treffen? Ne, machen wir, super, wunderbar. Du Sven, wenn du dich hinsetzen würdest, wäre glaube ich besser, als wenn du auf der Couch stehst, ne? Das recht. Ja gut, so kann man sich Sven, bitte, wir haben einen Geschäftstermin, ja, setz dich bitte anständig hin. Also ich will jetzt hier nicht, ne? Also beides ist grundsätzlich möglich. Sie können sowohl einen Werbevertrag mit uns abschließen, dann würden wir ihre Werbung schalten. Wenn Sie natürlich aber auch als Streetworker arbeiten, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ist das auch für uns als Story erstmal interessant, grundsätzlich. Ja. Wunderbar. Ja, dann würde ich mich da auf jeden Fall nochmal mit meinen Geschäftspartnern besprechen. Ja, super, gut, wunderbar. Danke für den Kaffee und danke für das Gespräch. Ja, die Herren. Dank. Ja, hast du jetzt Führerschein gemacht? Nee. Heute erstmal Erste Hilfe und dann muss ich erst. Ich kann ja den Führerschein erst machen, wenn ich das hab, ne, aber. Wollt ihr nicht einen eleganten Zweisitzer? Also fahr das Auto gar nicht. Das steht einfach bei mir in der Garage. Oh. Mhm. Und es ist traurig, dass das in der Garage ist. Das ist mein Sohn, Danny. Ah, hi Danny. Bernd, mein Name. Hey. Hi. Hi, Bernd. Bernd Wolter, genau. Psychologe, Diplom. Okay, verstehe. Ja, super. Also da werde ich echt von Lolita sehr, sehr gut unterstützt, muss man sagen. Bin mal gespannt, was du jetzt da rausholst, Sven. Also ich auch, ey. Oh, nein. Ein Bentley? Oh, Junge. Wenn du da eine Schramme reinfährst, Junge, ne? Das ist doch nicht dein Ernst. Wir können doch jetzt nicht mit deinem Bentley hier rumfahren. Auf jeden Fall. Das ist doch teuer. Was kostet das Ding? 4 Millionen. Bier. Oh. Wunderbar. Vielen, vielen Dank dir, ja? Ja. Auf geht's, mein Sohn. Auf geht's. Boah, dieses Auto, ne? Vorsichtig. Beschleunigt der gut? Ja. Wenn wir da in der Wüste sind, ne? Dann werde ich auch mal ein bisschen fahren. Als Anwalt, ich weiß, als Psychologe, eigentlich bin ich gesetzestreu, aber ganz ehrlich. Der lacht mich schon an, da bin ich ehrlich, du. Eieieiei. 20 Minuten später. Oh! Ah! Nein! Oh, nein! Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott, wieso sind die Airbags nicht aufgegangen? Sven, fährst du wieder? Hilfe! Oh Gott, bloß nicht die Polizei rufen. Keiner gesehen. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Hallo zusammen. Ganz schön dunkel hier in dem Bums. Dann bitte in den Schulungsraum, ne, da wo die sehr hochwertigen Laptops stehen, ja. Ups, ich hab die Scheibe kaputt gemacht. Entschuldigung, ich hab die Scheibe eingeschlagen. Bitte gerade mal 2 Personen, kommt mal ruhig nach. Ich hab die Scheibe gerade kaputt gemacht. Es tut mir leid, ich bin da durchgelaufen.
Denk mal nicht. Sie sagen uns alles, was wir uns merken sollen, was prüfungsrelevant ist. Also wahrscheinlich alles, ne? Alles. Alles, natürlich. Alles. Was denkst du denn, ja? Gibt dir Prüfung. Ich denke mal ziemlich einfach. Ne? Ziemlich einfach, keiner meldet sich. Beispielsweise ein Personenkind. Disco. So, jetzt habe ich hier eine sehr attraktive... Ich würde mich so gerne... Ja, bitte. Umbringen. Dummer Clan. Ansprechen. Super, ne? Ansprechen. Darf ich das nächste A sagen? Nein, ich will das nächste sagen. So, wir haben sie angesehen, wir haben sie angesprochen. Was können wir am Ende des Abends mit dieser Person machen? Ja, du winkst so schön. Ja? Anpissen. Was kann denn mit so einem Kaugummi im Rachenraum passieren? Ich habe meinen Kugelschreiber aufgehoben und die kann man verschlucken. Ne, dann kann man daran ersticken, dann ist man tot. Ja. Was merkt er gerade mit dem rechten Arm? Wird sehr schwer. Genau. Mein linker Arm wird blau. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Kann zwar das Herz nicht zum Schlagen kommen. Ich melde mich später, ich bin gerade Ersthilfekurs. Mach mal Handy auf Flugmodus. 2 Stunden später. Das heißt, jetzt stehen da, keine Ahnung, 5 Wagen quer auf der Straße rum. Oh oh. Nein. Nein. Nein, nicht zum Ende. Nein. Kommt, das ist jetzt echt ein blöder Zeitpunkt dafür. Stellt euch vor, wir müssen das jetzt alles nochmal machen. Ich hoffe, dass wir den Schein bekommen einfach. Ein gutes. Ah, safe. Ich glaube, wir sind falsch. Ne, hier. Dann, hallo? Also, Alter, was ist denn hier? Also fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Ja, von vorne, genau. Nein, wir fahren wieder von vorne an. So, erste Hilfe. Was sollte das überhaupt? Was müssen wir jetzt machen? Ist das jetzt die Prüfung? Ist das Prüfung jetzt, ja. Ist das hier alles unangenehm, Wallah. Oh, viel Glück, Bruderherz. Dankeschön. Das ging schnell. Alles wow. Richtig beantwortet. Easy. Das haben wir aber jetzt gerockt. Sven, ruf den Fahrlehrer an. Nach so einem Tag, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben es uns nicht anders verdient als... Okay. Sehr entspannt. Mollo, mein Guter, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Du, hör mal, ja. Ich befinde mich gerade noch in der Praxis und habe jetzt gleich noch den Kopf erst als Patienten hier, der kommt jetzt gleich hier rüber. Habt ihr denn noch Zeit oder ist es bei euch dringend? Ja, nee, pass auf, ich habe ein bisschen umstrukturiert. Ja. Ich würde nicht mit einem Kollegen kommen, ja. Sondern mit meiner Ex-Freundin. Oh, okay. Aber die Ex-Freundin weiß nicht, dass es zu dir geht. Ich fühle mich halt noch sehr, sehr zu ihr hingezogen. Mhm. Ich habe keinen wirklich plausiblen Grund genannt bekommen, ne, wieso das Ganze zu Ende ist. Und irgendwie hasse ich sie und hab das Verlangen, sie zu töten. Okay. Aber das sind alles sehr, sehr viele unausgesprochene Gefühle, Mollo. Lass uns da bitte gleich drüber reden. So, ganz kurzes Statement zu. Ich krieg hier alles in den Arsch geschoben, Leute. Wenn ich alles in den Arsch geschoben bekommen würde, würde ich nicht 2x7-Stunden-Streams kloppen. Klar habe ich jetzt hier schon, sage ich mal, Kontakte, die sich aber mir angeboten haben. Sicherlich auch ein kleiner Streamer-Bonus, aber das ist nicht komplett wirr, sondern ich habe ja dafür auch diese Beratungsgespräche gemacht und die Leute kriegen dafür ja gutes Roleplay geboten, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Deshalb ist das, glaube ich, in Ordnung. Ich bin hier vom Eingang. Mein Assistent wird Ihnen das Tor aufmachen, kleinen Moment. Mr. Payne, kommen Sie ruhig runter mit in die Praxis. Ich hoffe, es ist okay, wenn mein Assistent mit dabei ist und sich ein paar Dinge mit notiert. Setzen Sie sich gerne hier vorne auf die Liege, legen Sie sich hin, machen Sie sich bequem. Möchten Sie einen Kaffee oder sowas haben? Nee, alles gut, dankeschön. Das sieht doch bequem aus, Herr Payne. Herr Payne, Sie sind genau aus welchem Grund hier? Sie sind Polizist. Wie viele Jahre sind Sie schon im Dienst? Bin jetzt schon seit 4 Wochen im Dienst erst. Ja. Ich werde ein bisschen nervös, wenn Sie da die ganze Zeit hin und her laufen. Ich höre mir das an und kann dann besser nachdenken. Aber ich kann mich auch gerne okay. In die Ecke stellen, ist gar kein Problem. Ne, alles gut. Ich dachte erst so, gut, Staatsbank, ne? Natürlich gibt es da die Gauner, die halt dann Überfall anordnen sozusagen und vorhaben. Mhm. Aber ich dachte, das Ganze endet gut. Und während der Verhandlung kamen auf einmal 8 weitere Fahrzeuge von hinten und ja, hab nur noch gesehen, wie sie auf einmal die Waffen gezogen haben und dann gab es eine Riesenschießerei. Ja. Viele meiner Kollegen haben es leider nicht geschafft. Sind Sie verletzt worden? Nee. Ich habe halt sehr viele Leichen gesehen und das Ganze zu verarbeiten war halt echt nicht schön und... Verstehe ich. Das ist natürlich nicht einfach, sowas zu verarbeiten. War das Ihr erstes Mal, dass sowas aufgekommen ist in Ihrem Dienst? Also es gab schon die eine oder andere Schießerei mal, aber heute, das war ein Massaker, Herr Dr. Wolter. Ich verstehe das. Lassen Sie es ruhig raus, wenn Sie weinen oder sowas müssen, ist das vollkommen in Ordnung. Es ist wichtig, die Emotionen frei laufen zu lassen. Das kann wirklich passieren. Ganz wichtig ist erstmal, dass Sie verstehen, dass Sie hätten nichts daran ändern können. Ja, Sie können da nichts dran ändern und Sie müssen sich selber keine Schuldgefühle zusprechen. Denn eine Sache ist wichtig, Sie haben das Richtige getan. Sie sind nämlich im Einsatz gewesen. Sie waren vor Ort und wollten verhindern, dass genau das passiert. Aber seien Sie ganz beruhigt, wir kriegen das auf jeden Fall in der Gesprächstherapie so hin. Als ich die Autos gesehen habe, ich habe noch geschrien, komm, hierher. Und dann habe ich halt nur noch, ich habe mich umgedreht und ich sah ihn nur noch. Mir hinterher rennen und die Schüsse, die kamen einfach. Aus der Bank raus.
Ja, wie soll ich sagen, ich habe die Schüsse aus seiner Brust rauskommen sehen sogar. Ja. Ich habe nichts mehr gehört, das war alles so... Derealisation, ein Tunnelblick stellt sich ein, ja, die Umgebung verschwimmt, das ist komplett normal, Adrenalin schießt in den Kopf. Ich habe nur noch meinen Atem gehört. Es war ein schmaler Grat zwischen, da vorne ist ein Hochhaus. Und wie mache ich jetzt weiter, nehme ich an, richtig? Alles in Ordnung? Es kam gerade wieder hoch, der Gedanke, die Schüsse, ich habe sie gehört. Ja, das ist ein Trauma. Schreien gehört. Das klingt jetzt erstmal hart, aber das ist jetzt Teil ihres Lebens und das braucht ein bisschen, bis das tatsächlich faded, nennen wir das in der Psychologie. Ganz ruhig, ganz ruhig, wir sind alle bei Ihnen, wir sind beide bei Ihnen. Legen Sie sich ruhig wieder hin, es ist alles gut. Ja. Ganz, 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 ganz wichtig wäre für Sie, dass Sie eine längere Dienstpause eventuell einlegen. Ich verstehe Ihr Pflichtbewusstsein. Auf der anderen Seite bin ich aber ehrlich zu Ihnen und kann nur sagen, es wäre an der Zeit, dass Sie vielleicht den Dienst für eine Woche quittieren. Ein so tiefsitzendes Trauma wird sicherlich nicht in einer Therapiesitzung behandelbar sein. Natürlich, natürlich, Doktor. Betätigen Sie sich, ernähren Sie sich gesund, gehen Sie raus, verschließen Sie sich nicht in Ihrem Zimmer und vor allen Dingen treten Sie an die Leute heran, die Ihnen nahe sind. Ich würde gerne mal meinem Kollegen einen letzten Respekt erweisen. Vielen, vielen Dank. Mir geht's schon viel besser. Ich hatte tatsächlich Gänsehaut. Geben Sie sich niemals auf. Sie haben heute das einzig Richtige getan. Sie sind für mich ein Held. Dankeschön. Gut, jetzt haben wir gleich eine simple Paartherapie. Ja? Mollo, wollen wir uns hier unterhalten oder eventuell an deinem Ort deiner Wahl? Wir gehen ins Haus, oder? Ja, dann gehen wir runter. Am besten. Wieso ins Haus? Frau Altintasch, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Es scheint eine Menge unausgesprochene Dinge zu geben zwischen Ihnen beiden. Ja, lassen Sie uns erstmal die Grundlagen dieses Gesprächs festlegen. Ganz wichtig ist, dass wir uns einander ausreden lassen und unseren gegenseitigen Standpunkt respektieren und akzeptieren. Ich verstehe das komplett. Oh, das ist natürlich jetzt ein schlechter Zeitpunkt jetzt. Setz dich bitte. Hey. Warum zieht er sein T-Shirt aus? Mollo, bitte. Mollo. Er ist gewaltig. Das muss jetzt, das hab ich, das, Mollo, Mollo. Du hast schon längst eine neue. Mollo, bitte, das muss jetzt, das gehört jetzt hier nicht hin. Du hast schon längst eine neue? Ja. Mollo, bitte, nimm den Mittelfinger weg. Schauen Sie, wie respektlos er ist. Diese Therapie hier, die soll, Mollo. Oh nein. Hey, Mollo, hey, Mollo. Ich bin da ehrlich, ich hatte auch einen anstrengenden Arbeitstag, okay? Deswegen trinkst du jetzt mitten in der Therapiestunde. Ja, so ist das, wenn man eine Stunde mit Leni zu tun hat. Alter, hey, jetzt bitte hier, wir gehen alle zusammen in den Pool. Warum zieht er sich denn jetzt ab? Komm von dem Schirm runter, wir gehen in den Pool. Wir kühlen uns ab. Wir gehen in den Pool und entspannen uns. Hey, ich möchte, dass wir... Bernd, zieh dich wieder an. Oh mein Gott. Also ich hoffe, dass ihr beide jetzt versteht, dass ihr erstmal so von hier bis da Distanz habt, okay? Ja, ich hab, guck mal, diese ständige Auslacherei, diese ständige nicht ernst nehmen, diese ständige, wenn ich was sage, dass du lachen musst, die ganze Zeit. Hey, Mollo, es muss jetzt hier keine Gewalt geben, bitte nicht. Die Waffen nehmen wir runter, die Waffe runter, bitte nicht. Hallo, das muss jetzt nicht sein, bitte. Bitte. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Mir ist das zu bunt. Pack dein Handy weg. Ich muss die Polizei rufen. Ich will nur sagen, es reicht mir jetzt für heute. Okay? Und jetzt geht ihr getrennte Wege. Du gehst... Nein, Mollo! Die Waffe weg! Ich rufe euch jetzt beide ein Taxi. Taxi! Hallo! Es tut mir leid, dass ich mich von der Seite mich hab sehen müssen. Bernd! Dumme Sau! Dummes... Au, ist mein Geld! Oh mein Gott! Versöhnt euch! Entschuldigung, das bin... Tschüss! Yo, peace. Weiß, dass es eine sehr anstrengende Sitzung war. Tut mir leid! Hilfe! Hallo! Bernd, alles ist gut. Alles wird gut, Bernd. Oh, ist das viel Geld. Bernd Wolter, mein Name, Psychologe. Was ist hier draußen los? Hallo, was ist hier draußen los, bitte? Hey, lass mich in Ruhe. Ich hab den Frau nur ein Badge gegeben, ey. Gut, Geh weg, ich will nicht in den Knast rein. Ich bin Psychologe. Lass mich in Ruhe, ey. Wie viel kostet eine Sitzung? 25.000. Willst du mich verarschen, Kratt, oder was? Du bist ein kleiner Pfennigfuchs, wenn ich dir das mal so kratt ins Gesicht sagen darf. Hallöchen. Ja. Ich hab mal eine Frage für eine Freundin. Stellen wir uns mal vor, der Sohn steht gerade auf dem Montchillard gefesselt. Wir mussten ihn vielleicht fesseln, weil er sich umbringen will. Und er möchte mit niemandem reden, er möchte losgemacht werden. Also er kann meiner Aqua? Freundin... Nein, er kann meiner Freundin nicht versichern, dass er nicht springen wird. Haben Sie Stress? Soll ich in einer anderen Situation wiederkommen? Wenn das irgendwie... Ja, ich weiß es nicht. Also, wenn das irgendwie jetzt für Sie möglich... Ich gebe Ihnen mal meine Nummer, okay?
Hey, warte mal ganz kurz. Hey, hallo. Darf ich zu dir rüberkommen? Nein. Ich bin Bernd Wolter, gelernter Diplompsychologe. Lass uns ganz kurz über das reden, was jetzt in den nächsten Stunden hier passieren wird, okay? Ich möchte einfach nur nachdenken. Wollen wir dir einen sicheren Ort zum Nachdenken suchen, hm? Nicht hier? Nee, hier ist es eigentlich schon ganz schön. Wir wollen nicht, dass du dir was antust, bitte. Wie heißt du? Ich tue hier mit. Also ich gehe jetzt hier rüber und du kommst mir nach, okay? Schau, es ist doch viel besser hier zum Nachdenken, oder? Viel einfacher. Und das ist alles in Ordnung? Es wäre wirklich, wirklich gut für alle Beteiligten, wenn du einfach den Berg in... Du steigst in ein Auto und wir bringen dich runter und dann kannst du deine Ruhe haben, okay? Aber hier oben ist wirklich kein guter Ort um diese Uhrzeit. Wie stehst du zu ihm? Erstmal so. Oh. Der Junge ist dein Sohn, richtig? Ja. Könnt ihr sicherstellen, dass der irgendwie heil runterkommt? Wir stellen alles sicher. Hallo? Danke für deine Hilfe. Was für ein Tag, hä? Huh? Den Herr Landlord Herr ist hier. Ich wollte fragen, wie ist das mit dem Suizid passiert? Ist gut gelaufen. Na, wir haben den Mann von der Gondel runterbekommen, alles soweit gut gelaufen, ja. Eieieiei, was ist heute alles geschehen? Hm? Wir haben einen Selbstmord verhindert, eine Beziehung gerettet, einen Patienten, der tatsächlich schwer getroffen war, von einem Trauma behandelt. Wir haben den Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Doch einiges passiert. Peace out. Ciao, ciao. Tschüss.